Laut Behörden war ich der Rechthand von Al-Qaida. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, geliebt zu werden wie in einer Familie. Erdin Recberlik war 10 Jahre lang Teil der radikalen islamistischen Szene, soll sogar einen Anschlag mitgeplant haben. Er erzählt uns, mit welchen Methoden die Terrororganisation ihn an sich gebunden hat, warum er aus der Szene ausgestiegen ist und wie gezielt Islamisten in Deutschland agieren. Es ist zu einfach, in Deutschland einen Terroranschlag zu verüben. Wir treffen den 31-Jährigen in seiner Wohnung. Wo die liegt, dürfen wir nicht verraten. Zu groß ist die Angst um seine Privatsphäre. Für Erdin ist sein Zuhause ein Rückzugsort. Das war nicht immer so. Erdin sieht darin eine Erklärung, warum er in die radikale Szene reingerutscht ist. Wenig Erziehung, wenig Familie, wenig Liebe, wenig Anerkennung, wenig Zuneigung. All das sucht man sich ja dann woanders. Erdins Mutter gibt ihn als Kind ab. Er wächst in katholischen Heimen und Pflegefamilien auf. Er weiß nicht, dass er eigentlich von Geburt an Muslim ist. Jedes Mal vor der Mahlzeit Vater unser sagen, sonntags in die Kirche gehen. Mit 14 gerät Erdin auf die schiefe Bahn und begeht mit seiner Bande Straftaten. Diese Gang ist seine bisher einzige Vorstellung von Zusammenhalt. Alle sind Problemkinder. Sie fühlen sich von der Gesellschaft vergessen. Und dann halt per wirklich sehr, sehr viel Zufall. Dann hat auch Leute aus diesem radikalen Umfeld kennengelernt, die dann gesagt haben, ey, komm doch mal mit. Und das hat mich dann auch fasziniert, dass er gesagt hat, ey, guck mal, abgesehen von dem, dass du kriminell bist, komm doch einfach mal mit und wir zeigen dir das mal, wie es ist in einer Gemeinschaft und so. Als 15-Jähriger kommt er dann zum ersten Mal in Kontakt mit dem vermeintlichen Islam. Wie er heute sagt, mit dem falschen Islam. Für ihn zählt damals nur, dass sich jemand für ihn interessiert. Noch ein Irrglaube. War er denn eine leichte Beute für die Islamisten? Also ich war leicht köderbar, leicht manipulierbar und, glaube ich, leicht anfällig für so Sachen. Heute kennt er denn die Tricks der Islamisten. Er weiß, wie sie Jugendliche, die sich verloren fühlen, ködern. Die Masche ist simpel. Aber dennoch sehr wirkungsvoll. Zuneigung, Anerkennung, Liebe, Geborgenheit. Also viele, die sich ja da rein verirren, fehlt irgendwie eine Sache irgendwo im Privaten. Und bei mir war es halt so, dass halt viele Sachen gefehlt haben. Und dann einfach so Sachen wie, komm mal zu uns Abendessen, war schon ey cool, die laden mich zu sich nach Hause zum Abendessen. Es gibt keine Rituale oder Mutproben für Erdin. Nur eine ausgestreckte Hand der radikalen Brüder. Ehe er sich versieht, ist er denn ihnen loyal ergeben. Obwohl er heute mit der Szene nichts mehr zu tun hat, kehrt er denn mit uns an den Ort zurück, an dem sein radikaler Weg begann. Die ehemalige Moschee in Mönchengladbach. Seit seinem Ausstieg 2017 war er denn nur wenige Male hier. Schon ein komisches Gefühl, muss man ganz klar sagen. Also hier waren so die ersten Schritte, wo ich bestimmte Leute kennengelernt habe, ja. Und das erste Mal, wo ich vielleicht im Nachhinein, wo ich eine Moschee besucht habe, wo ich weiß, wurde hinterher verboten. Hier in der Moschee treffen sich radikale Islamisten. 2010 wird sie verboten, weil der Verfassungsschutz sie als radikalisierungsfördernd einstuft. Um zu verstehen, wie die islamistische Szene aufgebaut ist, hier die 3 Stufen der Radikalisierung. Die 1. Stufe, Islamisten. Sie wollen die demokratische Grundordnung abschaffen. Das Ziel? Den Islam als Lebensgrundlage etablieren. Salafisten sehen sich als die einzig wahren Muslime und leben nach den Regeln des Ur-Islam. Sie lehnen die Demokratie ab. Das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Am extremsten sind Dschihadisten wie der IS und Al-Qaida. Durch Gewalt wollen sie einen globalen islamischen Staat errichten und nach der Scharia, dem islamischen Recht, leben. In Deutschland gibt es rund 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Der Großteil ist klar von der islamistischen Szene getrennt. Wenige radikalisieren sich, wie Erdin. Er war Salafist, dann ging er zu Al-Qaida. Laut Behörden soll er sogar einen Terroranschlag geplant haben. Das ist über 7 Jahre her. Bereut er seine Taten? Man soll nie was im Leben bereuen, weil du dadurch der Mensch geworden bist, der du heute bist. Klar würde ich manche Situationen, wenn ich meinem damaligen Ich jetzt treffen würde, sagen, ey, mach meine Situation anders. Aber bereuen solltest du, glaube ich, nie was. Diese Einstellung wirkt auf uns befremdlich. Es klingt fast so, als hätte er mit seiner Vergangenheit nicht wirklich gebrochen.
Jetzt will er uns erstmal den Ort zeigen, an dem er als Teenager zum ersten Mal spürte, wie sich eine Gemeinschaft anfühlt. Hier fanden die ganzen Kundgebungen damals statt. Aber dann war hier dann so eine Bühne aufgebaut. Zu den Gebetszeiten haben wir hier gemeinsam gebetet. Ich fand es damals als kleiner Bub cool, so zu sehen, so hier stehen so 100, 150 junge Männer, erwachsene Männer. Und wo hat man das, dass man so, du kommst an einen Ort und fühlt sich so akzeptiert, angenommen und heimisch. Aaron scheint auch heute noch schöne Erinnerungen an die Zeit mit seinen radikalen Brüdern zu haben. Anerkennung für die eigenen Leute, aber Hass für Andersdenkende. Diese Ansichten teilt Aaron heute nicht mehr. Die radikale islamistische Szene ist in Deutschland aber immer noch aktiv. Es gibt beispielsweise Kundgebungen wie hier in Hamburg. Leider auch immer wieder Anschläge von Einzeltätern aus der Szene. Wie vor wenigen Tagen auf einem Volksfest in Solingen, wo ein IS-Anhänger 3 Menschen ersticht und viele weitere verletzt. Laut Verfassungsschutz leben aktuell knapp 500 islamistisch eingestufte Gefährder in Deutschland. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Gerade radikale Gruppierungen nutzen Social Media, um mit Propagandavideos junge Männer und Frauen zu begeistern. Eine erschreckend erfolgreiche Strategie. Deshalb fragen wir Aaron, wie gefährlich ist die radikale islamistische Szene heute? Die Gefahr ist immer noch akut, aber halt, weil es viele Einzeltäter gibt, wie Anas Amri in Berlin damals oder sonst wo. Wir wollen wissen, ob auch Aaron ein Einzeltäter war. Doch hier ist nicht der richtige Ort für diese Frage. Als Teenager rutscht Aaron tiefer in die radikale Szene. Zeitgleich begeht er mit seiner Bande Straftaten. Mit 17 landet er unter anderem wegen Raubes zum ersten Mal im Gefängnis. Hier in der JVA Köln. Hier war meine allererste Haftzeit. Ich war seitdem nie wieder hier. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Komisches Gefühl. Anstatt sich im Knast zu resozialisieren, hat sich Aaron während der Haft weiter radikalisiert. Denn auch hier steht er in Kontakt mit radikalen Islamisten. Nach anderthalb Jahren Gefängnis kommt Aaron wieder frei. Man hat sich wieder mit den Leuten getroffen und dann eine lange Zeit mit den Leuten Kontakt gehabt. Dann irgendwann wieder eine zweite Haftzeit. Und da wurde es dann halt immer schlimmer und schlimmer. Aaron unterstützt gewaltbereite Islamisten sogar finanziell. Geld, das er klaut, gibt er seinen radikalen Brüdern. Die schicken es zum Beispiel nach Syrien, um dort Waffen, Munition und Medizin zu kaufen. Musik 2014 landet Aaron in der Justizvollzugsanstalt Iserlohn. Er gilt dort als Vorzeigehäftling. Doch er spielt allen etwas vor. Aaron schmuggelt Mobiltelefone ins Gefängnis. Darauf schaut er sich islamistische Propaganda an und steht im engen Kontakt mit gewalttätigen Islamisten. Nach seiner Entlassung 2015 ist Aaron weiter eng mit Al-Qaida-Anhängern vernetzt. Er zeigt offen seine radikale islamistische Gesinnung. Kam Al-Qaida auf dich zu? Nein. Bist du auf Al-Qaida zugegangen? Wenn du das so jetzt hören willst, dann ja. Aaron wird nervös und versucht, seine Vergangenheit wegzulächeln. Er nimmt Kontakt zu Bernhard Falk auf, einem loyalen Anhänger von Al-Qaida in Deutschland, und wird sein Handlanger. Zusammen kümmern sie sich um andere Islamisten, begleiten sie bei Gerichtsterminen oder besorgen ihnen Wohnungen. Deutsche Behörden bezeichnen Aaron als die rechte Hand von Al-Qaida. Hast du noch Kontakt zu Mitgliedern der islamistischen Szene? Nein, auf gar keinen Fall. A, möchte ich mit der Szene nichts zu tun haben. B, darf ich mir das auch nicht erlauben. Ich bin von allen Listen runter. Aus diesem Grund, weil ich zu niemandem einen Kontakt pflege oder sonst was. Dank einer bestimmten Person schaffte es Aaron aus der Szene. Dazu später mehr. Der deutsche Verfassungsschutz stuft ihn lange als Gefährde ein. Heute sieht ihn der Staat nicht mehr als Gefahr. Denn Aaron steht mit seinem vollen Namen in der Öffentlichkeit und spricht sich gegen Al-Qaida aus. Für radikale Gruppierungen ist er damit uninteressant. In seinem Privatleben hat Aaron viel aufzuholen. Sein Fokus liegt auf der Beziehung zu seinem Halbbruder Malik. Malik ist 8 Jahre jünger und wächst bei der gemeinsamen Mutter auf. Erst als Teenager lernt Aaron seinen kleinen Bruder kennen. Was denkt Malik über Aarons Vergangenheit?
Du bist so gesehen als Einzelkind aufgewachsen, dann hast du auf einmal einen großen Bruder. Das wünscht sich eigentlich jeder kleine Bube, sage ich mal, einen großen Bruder zu haben. Und ja, das war sowas wie, oh cool, jetzt habe ich jemanden, der mich beschützt, der für mich da ist. Was aber leider dann doch nicht so war, weil er nicht da war. Ab und zu besucht Malik seinen Bruder im Gefängnis. Von Erdens radikaler Gesinnung bekommt er nichts mit. Erst nach der letzten Haftstrafe von Erdin im Jahr 2016 erfährt Malik die ganze Wahrheit. Wir fragen uns, hat Erdin versucht, andere in die radikale Szene zu ziehen? Ja, im Gefängnis halt, wenn Leute so kamen und so, dann denen dann halt ein bisschen versucht, was beizubringen. Und dann eher halt die gegen dem Rechtssystem auszuspielen, leider zu oft. Erdin sagt, seinen Bruder habe er nie in die Szene ziehen wollen. Malik wird trotzdem mit den Aktionen seines Bruders konfrontiert. Bekannte sprechen ihn auf die Taten von Erdin an. Auch die deutschen Medien berichten darüber. Wie war das für ihn? Es geht um Terrorismus. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen Kaugummi geklaut hat. Also war schon natürlich unangenehm, wenn die Eltern von Freunden wissen, jetzt, ey, dein Bruder war da und da und war deshalb im Gefängnis. Aber im Endeffekt ist es mein Bruder und egal was er macht, stehe ich hinter ihm. Malik steht zu seinem Bruder, obwohl deutsche Behörden Erdin vorgeworfen haben, einen Terroranschlag geplant zu haben. Doch wie tief Erdin in der radikalen Szene drin steckte, wusste niemand in seinem Bekanntenkreis. Angeblich hat er Stadien ausgekundschaftet und nach Sicherheitslücken gesucht. Auch an der Planung eines konkreten Terroranschlags soll Erdin laut Behörden beteiligt gewesen sein. Nach der Haft war ich ja top krass radikalisiert, würde ich mal behaupten. War bereit, logistisch einen Terroranschlag zu unterstützen. Und parallel musste ich natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Sodass ich dann gesagt habe, okay, ey, ich kenne so ein paar Leute, die so Sicherheitsfirmen haben, die meine Vergangenheit kennen, die auch meinen Lebenslauf kennen, wo ich gefragt habe, ey, kann ich bei euch arbeiten? Ich sagte, ja, kein Problem. Machen wir halt ein bisschen so Trickserei, damit halt nicht ganz so auffällt, sodass ich dann für mehrere Stadien zuständig war. Im Bereich Sicherheitsordnungsdienst und halt auch für die Tour de France. Erdin arbeitet beim Tour de France-Start in Düsseldorf als Sicherheitsmann. Er soll Begleitautos bewachen, damit sich niemand daran zu schaffen macht. Doch die Polizei verdächtigt Erdin, genau das Gegenteil zu tun und einen Anschlag vorzubereiten. Im Juli 2017 stürmt ein Einsatzkommando Erdins Wohnung und nimmt ihn fest. Der Vorwurf? Planung eines Terroranschlags. Die Polizei ermittelt, doch sie kann Erdin nichts nachweisen. Es kommt nicht zur Anklage. Die Polizei lässt ihn wieder gehen. Wir wollen natürlich wissen, was ist dran an dem damaligen Vorwurf? Warst du ein Terrorist? Schwierig zu beantworten. Ich habe keinen Terroranschlag verübt, mit irgendwie ansatzweise daran beteiligt gewesen, dass ein Terroranschlag verübt worden ist. Ich würde aber sagen, ich war bereit, einen Terroranschlag logistisch zu unterstützen, ja. Also warst du Terrorist? Ja oder nein? Wenn du es so über den Kamm ziehen willst, dann ja. Wir spüren, dass Erdin sich windet. Er will nicht sagen, was ihn belasten könnte. Die Erfahrung mit dem Einsatzkommando beeindruckt ihn nachhaltig. Zeitgleich lernt er eine Frau kennen. Mit ihrer Hilfe beschließt er, aus der Szene auszusteigen. Wer die Frau ist und wie sie ihm hilft, will er aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Mittlerweile kämpft er für die gute Seite. Vor allem sozial benachteiligten Jugendlichen will er helfen. Heute hält er einen Vortrag in einem Jugendzentrum in einem Problemviertel in Dormagen. Erdin ist der Meinung, dass nur jemand, der aus ähnlichen Verhältnissen stammt und selbst mal ein Problemkind war, gefährdeten Jugendlichen helfen kann. Also ich war jetzt auch nicht gegen Nichtmuslime, Jesiden, Aleviten, Kurden oder sonst was. Mein festes Ziel war nur westliche Gesellschaft. Erdin hat eine Kehrtwende hinter sich. Meint er das ernst oder ist das alles nur Show? Schließlich hat er in der Vergangenheit auch viele Menschen belogen und betrogen. Machst du die Präventionsarbeit, um dein Gewissen reinzuwaschen? Interessante Frage, aber nein. Weil
reinwaschen kann ich das ja eh nicht, egal was ich mache, ob ich jetzt genug Geld spende oder so Workshops mache. Nein, ich mache es halt eher, um andere Menschen genau davor zu schützen, was ich erlebt habe. Erdens Geschichte zeigt, es gibt immer einen Weg raus. Und wie wichtig es ist, Kindern, die gefährdet sein könnten, Halt, Stabilität und Perspektiven zu geben.